Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin hier gerade im Regen. Ich wusste gar nicht, dass es regnet. Ich habe aus dem Fenster geschaut und nicht bemerkt, dass es regnet, aber das geht eigentlich. Es ist nicht zu viel Regen. Wie auch immer. Heute möchte ich mit euch über Meditation reden. Ja? Meditation ist etwas, was ich schon seit vielen, vielen Monaten mache. Ich glaube, schon seit über 200 Tagen meditiere ich, also fast ein ganzes Jahr lang, meditiere ich wirklich jeden Tag. Ja? Und dies hilft mir sehr dabei, bewusst durchs Leben zu gehen. Denn ich weiß, ich habe jeden Tag wirklich so ein paar Minuten für mich. Ja? Ich weiß, dass ich jeden Tag wirklich ein paar Minuten abschalten kann. Ich habe ein paar Minuten ohne Stress. Und das hilft enorm. Das hilft sehr. Und viele Leute, die überlegen, ob sie meditieren oder nicht, sagen, ich habe keine Zeit zu meditieren. Ja, ich habe keine Zeit zu meditieren. Und es ist aber so, dass je mehr man meditiert, desto mehr Zeit hat man. Okay, je mehr man meditiert, desto mehr Zeit hat man. Also ich habe letztens gehört den Spruch oder den Satz, jemand meinte, wenn man 10 Minuten Zeit hat zum Meditieren, dann soll man 10 Minuten meditieren. Wenn man Zeit hat, 20 Minuten zu meditieren, sollte man 20 Minuten meditieren. Und wenn man gar keine Zeit hat zu meditieren, dann sollte man eine Stunde lang meditieren. Denn es ist wirklich so, dass wenn wir uns nicht Zeit nehmen, bewusst zu sein, ja, und das muss nicht unbedingt Meditation sein mit einer App oder mit Musik oder so, sondern es kann auch sein, dass man vielleicht Yoga macht und dabei meditiert, ja, dass man vielleicht Sport macht und dabei meditiert, oder dass man das Geschirr sauber macht und dabei meditiert. Ja? Der Punkt ist, dass man einen bestimmten Bewusstseinszustand kommt. Ja? Eine Art Trance, dass man an nichts sehr stark denkt. Ja? Dass man versucht, seinen Kopf frei zu machen. Und das heißt nicht, dass man an gar nichts denkt, weil das ist sehr schwer möglich. Man denkt immer an ganz viele Sachen, ganz viele Dinge kommen einem in den Kopf. Und und das ist halt ganz natürlich, dass man ganz viele Gedanken bekommt. Ich merke zum Beispiel, dass ich dieses Video sehr langsam mache. Ich bin sehr ruhig, während ich dieses Video mache. Das kann daran liegen, dass es nicht lange her ist, seitdem ich heute Sport gemacht habe, nur ein paar Minuten. Und ich bin jetzt auch gerade so in diesem Gefühl, es ist alles in Ordnung, ich habe alle Zeit der Welt. Und deswegen habe ich auch mehr Konzentration bei diesem Video. Ich bin nicht sehr hektisch. Ich bin nicht so, oh, und das und das und jenes und da und das, dies. Ich bin nicht hektisch. Ja? Das wäre hektisch, wenn ich von einem Punkt zum anderen und ganz schnell bin. Das heißt, ich bin hektisch. Ja? Und das ist auch ein sehr passendes Wort. Ja? Hektisch. Das Wort hektisch ist selber hektisch, ja, hektisch. Und das Gegenteil von hektisch ist ruhig, ja, ruhig. Und um es kurz zu machen, ich kann Meditation
eine tägliche Meditation nur empfehlen. Ja? 10 Minuten oder gar 20 Minuten jeden Tag. Das ist wirklich etwas, was sehr viel bei mir verändert hat. Ja? Was mich sehr viel bewusster gemacht hat und auch sehr viel effektiver. Und das ist auch etwas, was mir sehr viel Zeit spart. Okay? Und meine Empfehlung ist es, sich eine App herunterzuladen. Es gibt, ich vergesse, wie sie heißt, Headspace. Headspace habe ich am Anfang benutzt. Und diese App ist wirklich gut, um Meditation zu lernen. Ja? Die App heißt Headspace. Und die Meditations-App, die ich jetzt benutze, heißt Calm. Okay, also wie Ruhe, Calm. Und im Prinzip hat man damit eine App, wo man gute Hintergrundmusik hat, eine sehr ruhige Musik. Und dann macht man einen Timer, stellt man eine Zeit ein. Ja? Man hat eine Stoppuhr. Und dann stellt man auf 10 Minuten ein oder auf 20 Minuten oder so. Und dann hört man am Ende einen Ton. Ja? Und das ist sehr, sehr hilfreich. Ja? Probier es aus. Sag mir Bescheid, wie es ist für dich. Wie es sich anfühlt, täglich zu meditieren. Und ich bin gespannt, was du denkst. Ich freue mich wie immer auf deine Kommentare. Und bis morgen. Tschüss.